Herr Dr. Lange, erstmal möchte ich mich ganz herzlich im Namen von Business Factors bei Ihnen bedanken, dass Sie den Vortrag vorbereitet haben und hier präsentiert haben. Es gab so viele Fragen und es war anekdotenreich, ich fand das großartig. Sie sind beim Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik eben auch für ja, viele, viele Projekte verantwortlich im Bereich Digitalisierung, IoT. Was sind denn die Potenziale von Digitalisierung und IoT in Logistik und Transport? Und haben Sie dafür einige Beispiele? Das ist eine umfassende Frage. Die kurz zu beantworten ist sicherlich nicht so ganz einfach. Aber die Digitalisierung ist gerade für die Logistik aus unserer Sicht tatsächlich eine Schlüsselfunktion. Weil wir sehen immer, dass so ein bisschen die reale Welt, die virtuelle Welt, und wir müssen es irgendwie hinbekommen, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und verbunden werden diese beiden Welten miteinander über Daten. Und wenn ich diese Daten habe, wenn ich sie besitze, wenn ich diese Daten entsprechend auch bewerten kann, dann bin ich einen Riesenschritt weiter in der Logistik, weil dann kann ich nicht nur agieren, sondern dann kann ich logistische Prozesse wirklich, kann ich nicht nur reagieren, sondern kann ich in logistischen Prozessen agieren. Und wenn ich dann das kann, dann bin ich in der Lage, deutlich besser auf Veränderungen einzugehen, die wir in vielfältiger Form haben. Und Sie arbeiten ja auch eng mit namhaften Unternehmen zusammen, die sagen, es gibt jetzt sagen wir noch nicht die Lösung von der Stange, sondern da werden ganz neue Projekte initiiert. Haben Sie dafür Beispiele oder dürfen wir darüber reden, was so wirklich so visionäre Ideen sind, die vielleicht auch die Chance haben, realisiert zu werden? Ja, es gibt jetzt natürlich eine Menge Dinge, die man wirklich angehen kann aus dem technologischen Umfeld heraus, ob das einfachste Beispiel ist wirklich tatsächlich das Smartphone. Das Smartphone hat so viele Funktionalitäten. Da sind Sensoriken drin, da ist eine hochauflösende Optik drin. Wie kann ich dieses kleine Gerät einsetzen, was mir Daten liefert, was Daten austauschen kann, was wir im Rahmen von Projekten einsetzen? Ob das eine kleine App ist, die einfach Ladungsträger zählt und dementsprechend an ein System übergibt, ne? Oder ob es der Einsatz, das ist sicherlich ein bisschen Forschungssache, Einsatz von Smart Glasses ist, die mir Informationen geben aus der virtuellen Welt, die die reale Welt damit anreichern. Das Riesenfeld der autonomen Systeme im Bereich der Intralogistik ist ein großes Feld, wo wir viel tun, wo es darum geht, wirklich den Menschen zu unterstützen. Das ist immer unsere Aufgabe, diese Mitarbeit mit dem Menschen zusammen, also nicht den Menschen zu ersetzen, sondern wir nennen es kollaborative Arbeitsgestaltung und Umgebung. Das macht schon Spaß. Und wenn man so ein Beispiel mal rausnimmt, weil das eben auch einer meiner Lieblingsbeispiele ist, ist wirklich die Europalette, die jeder kennt. Wenn ich die mit entsprechender Technologie ausstatte, so ein bisschen Sensorik, dann kann diese Europalette, ist die eine von der anderen unterscheidbar. Ich weiß, wo meine Ware ist, wenn ich entsprechende Technologien habe, die mir eine Lokalisierung möglich machen, die Daten aus der Umgebung aufnehmen, Temperaturdaten, Beschleunigungsdaten. Da sind wir gerade dran und die Potenziale sind schon ziemlich groß. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht hier bei den nächsten Strategietagen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, haben mich auch gefreut. Tolle Veranstaltung. Danke sehr. Ja.